Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rattle That Lockbox von David Gilmour. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rattle That Lock von David Gilmour aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das vierte Soloalbum von David Gilmour. Er ist der Sänger und Gitarrist von der Band Pink Floyd. So sieht das aus. Das ist die Box. Bevor wir die Folie abnehmen, wir haben hier noch diverse Sticker. Und zwar lesen wir hier einmal in diesem Regenbogen-Dreieck, in diesem Prisma, lesen wir hier David Gilmour, The Voice and Guitar of Pink Floyd, wie gesagt. Und hier unten rechts lesen wir noch, was sich in dieser Box befindet, was uns hier erwartet. Deluxe 2-Disc-Set, CD, DVD includes Album, 5.1 Mixer, Stereo, for Videotracks, for Audiotracks, Promofilms, Documentaries, Hardback, Lyric Photobook, 48-Page-Book, Paradise Lost, okay. Also, jede Menge Zeug hier drin. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Folie ab und schauen uns das Ganze an. So, einmal aufschneiden. Und dann kann es auch schon losgehen. Für die Größe, die sie hat, ist die Box echt sehr, sehr schwer. Also, wir haben hier oben links den Schriftzug des Interpreten. Dann haben wir hier diverse Vögel, die hier aus diesem Käfig ausbrechen, passend zum Albumtitel. Also Rattle That Lock heißt so viel wie ja, Rüttel am Schloss. Hier haben wir noch einen 12er, der dürfte auf die DVD bezogen sein. Ansonsten rundum hier in Schwarz. Und auf der Rückseite haben wir hier den guten Mann abgebildet. Wir lesen, dass wir hier eine CD haben und eine DVD. Okay. Und dann haben wir hier noch diese Banderole, die man hier dann ablösen kann. Und zwar haben wir hier noch weitere Infos, Barcode und so weiter. Plus den Albumtitel, denn wenn wir jetzt nochmal umdrehen, da kommt er nochmal zum Vorschein. Okay. Wir werden die Box mal öffnen. Der Boxdeckel ist abnehmbar. So sieht das hier von innen aus. Man hat hier sogar den Innendeckel beklebt mit so einer Gewitterszene. Und die Box an sich ist echt sehr schwer und auch so, ja, aus so einem weichen Kunststoff gehalten. Also ist echt keine reguläre Pappbox, sondern sie hat so eine weiche Beschichtung hier drauf. Ist auf jeden Fall sehr massiv und stabil hier der Deckel oder generell die Box an sich. So, was haben wir hier? Als erstes kommt uns hier ein, ich würde mal sagen, Poster entgegen. Dann haben wir hier einen Brief, also ein Kuvert. Dann ein Büchlein. Dann ein zweites Büchlein. Dann hier das Album, beziehungsweise eine einzelne CD. Und eine DVD. So, die Box ist nun leer. Hier unten haben wir dann noch so einen Einleger mit eingeklebt. Dann werden wir auch mal den Boxdeckel wieder draufpacken. So. Und dann schauen wir uns das mal an, was wir hier haben. Wir starten wie immer natürlich mit dem Album an sich. Das kommt hier überraschenderweise echt nur in einer Papphülle. Sieht so aus. Der Interpret hier mit Gitarre, schwarz-weiß abgebildet. Unten rechts lesen wir CD. Ja, also hier ist nochmal ein Vogel im Sturm. Ziemlich heftiges Gewitter hier. Oben kann man dann die CD entnehmen. Das ist das Album. Rattle That Lock CD. Und mehr gibt es hier erstmal nicht. Werden wir dann wahrscheinlich noch in den Büchern vorfinden. Dann haben wir auch noch eine DVD, die kommt auch wieder hier in einer ganz schlichten Papphülle. In diesem Fall auch wieder ein Foto mit Gitarre. Und wieder der Sturm und der Vogel. Die DVD. So, hier haben wir es. Also hier haben wir den 12er.
zweite Papphülle. So, und dann kommen wir zu den Büchern. Das ist das erste. David Gilmour, Rattle That Lock lesen wir hier. Und auch dieses Buch ist aus dem Material, mit dem auch die Box beschichtet war. Also es ist so ein ganz eigenartiger Kunststoff, aber es liegt gut in der Hand, fühlt sich angenehm an und ist auf jeden Fall echt massiv. So, hier geht's los. Wieder Gewitterszenen. Okay, also wir haben hier die Lyrics zu einzelnen Tracks und Fotos zum Entstehungsprozess. Weitere Lyrics, weitere Fotos der Studioarbeit und immer wieder Lyrics. Also so ein Booklet, wie man es kennt, sowohl Text als auch Fotos hier mit dabei. Dann hier eins am Bahnhof, Fotos und Fotos, dann hier wieder Lyrics. Hier haben wir dann zum Abschluss noch die Credits zu den ganzen Tracks. Hier ist sogar ein Hund mit dabei im Studio. Ein Schäferhund. Credits zum Album. Und dann hier noch weitere Infos. Ja, so viel dazu. Hier sind dann scheinbar alle Vögel befreit worden. Das ist das Buch Nummer 1. Und wir haben noch ein zweites Buch. Das ist dieses hier, nennt sich Paradise Lost, also das verlorene Paradies bei John Milton. Book 2 lesen wir hier, auf der Seite auch beschriftet. Hier haben wir auch wieder die Vögel. Dann schauen wir hier mal rein. So, das sieht auf jeden Fall nach heftigen Szenen aus, wie man sie zum Beispiel aus Kirchen kennt. So Himmel und Hölle oder Himmel und Erde. Jede Menge Engel hier am Start. Hier geht's los. Und es ist auch hier so durchnummeriert von den Zeilen, von den Versen. Also hat auf jeden Fall so ein bisschen einen bibelähnlichen Touch hier. Was haben wir noch alles? Also ohne Ende Lyrics. Das ganze Buch hier, sehr, sehr viel Text. So, ja, ich glaube, ich werde das mal etwas beschleunigen. Ihr könnt euch natürlich gerne einzelne Seiten einfach im Video pausieren und durchlesen, wenn es euch interessiert. Also ein reines Textbuch, hier sind keine Fotos oder irgendwas noch drin. Das ist echt enorm. So, the end of the second book. Und hier nochmal diese heftige Szenerie. Das sieht echt so nach jüngstem Gericht oder sowas aus. Ziemliches Chaos hier. Gut, das war's soweit. Dann kommen wir als nächstes zu diesem Brief hier. Der kommt hier tatsächlich in einem Kuvert, wenn auch hier der Stempel und diese Briefmarken aufgedruckt sind. Dann auf der Rückseite sogar verklebt. Wir werden mal vorsichtig öffnen. So. Und was haben wir hier? Wir haben hier sonst, glaube ich, nichts mehr drinnen. Nein, sieht gut aus. Also, wir haben hier tatsächlich eine Postkarte. Jazz au Club Le Chat Noir, also in der schwarzen Katze, Rue de la Loire. Dann auf der Rückseite eben entsprechend gestaltet. Und dann haben wir hier auch noch ein Plektron, das sich hier in einem kleinen Druckverschlussbeutel befindet. Machen wir mal auf. Und probieren das Ganze rauszuholen. So, aber jetzt. So sieht das aus. Wir haben hier eine goldene Abbildung. Scheinbar soll das hier eine Person sein, die hier mit Gitarre am Mikrofon steht. Eventuell der Künstler selbst und hier lesen wir dann noch David Gilmour. So, und als letzten Inhalt haben wir dann hier noch den, der uns auf den ersten Blick entgegenkommt ist, und zwar dieses Poster.
So, auch hier wieder in Schwarz und Weiß, in diesem Fall im Querformat. Der Mann und seine Gitarre. Und auf der Rückseite nochmal ein großes Farbbild. Also sehr farbenfroh hier. Und darüber lesen wir noch David Gilmour Live 2015. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt, einmal Querformat, einmal Hochformat und einmal in Schwarz-Weiß und einmal in Farbe. Dann haben wir hier die Postkarte mit dem Plektron und dem entsprechenden Umschlag dazu. Das Buch Nummer 2, also Book 2 Paradise Lost. Dann das Booklet, hier auch nochmal in so einem separaten Buch zum Album Rattle That Lock mit den Lyrics und den ganzen Infos. Die DVD kommt hier in der Papphülle, so wie natürlich die CD an sich, das Album, das hier ebenfalls in der Papphülle kommt. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Rattle That Lock von David Gilmour. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr David Gilmour unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.